immer wieder total aufgeregt, jetzt, wo ich doch für ein Jahr Au-pair-Mädchen bin. Naja, Jake kümmert sich sowieso nie um mich. Und da dachte ich mir, Caroline, warum gehst du nicht einfach ins Ausland? Tja, und da bin ich im Ausland, wie heißt das hier nochmal? Irgendwas mit dem Frauennamen? Ich glaube, Erika. Genau, Erika. Erika. Und da hinten, das ist nämlich meine neue Gastfamilie, die Smith. Mal klingeln. Ding dong! Oh, this must be Caroline. From Germany. Oh, come in. Hallo. Hello. 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 I'm Caroline, the new au pair girl from Germany. Oh my gosh, her English is a catastrophe. And she's ugly. And she stinks. But maybe she's a good cook. Hey, Miss Caroline, we were hungry. Would you please cook something for us? Oh, klar. I mean, klar. How schön. They have me direct in the family aufgetaken. Und now darf I was Leckeres kochen? But what? Spaghetti? Hamburger? Gefüllte Rindfleisch in der Reihen? Oh, questions over questions. We're hungry. Yes, 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 yes. Sofort. In a minute. Tja. Dann muss ich eben die Dose Hundefutter holen, ne? Die mir Jake vorsichtshalber in Gepäck has. For all fans, hat er gesagt. Also für alle Fälle. So, ich hol die mal. Ja. Essen, essen, essen. Nein. Nein, nein. What the heck is that? That is a German Spezialität. Eisbein. I mean, Eisleck bis Sauerkraut. Very lecker. Naja, zumindest für Hunde. Also wie immer diese verhängnisvolle Szene auch weitergehen wird. Und ob es Caroline tatsächlich ein Jahr bei dieser Familie aushalten wird. Naja, wahrscheinlich eher es. They will aushalt it with me, ne? And you must be crazy if you wait for the answer. Tomorrow, in a brand new... Exciting. Senseless. And frightfully stupid episode of Wish and Blow. Mm. Jungs von NSYNC, hier in meiner Weckerküche. Jawohl. Hey. Und ich sag mal hallo. Hey, guys. Willkommen, willkommen, willkommen. Hey. Und wie war die Nacht? Kurz und knackig oder doch lang? Good, good, good. Very good. Sehr gut. Also doch keine Party gemacht. Ihr seht auch keine kleinen Augen, ja, richtig erholt aus. Das lobe ich mir. Ich kenne euch ja schon, weil ihr wart ja schon mal interaktiv letzte Woche. Und es sind immer trotzdem, glaube ich, bei uns Zuschauer hier, Weckerküche sind ja ganz andere. Und deshalb würde ich sagen, stellt euch doch noch mal vor, jeder nach der Reihe, was ist typisch für euch, damit wir euch auch kennenlernen. Also fang mal an. Du am besten. Hi, I'm Chris. I'm Hi, ich bin Chris. Ich bin der Älteste der Gruppe. Ich mag skaten, surfen, zu Clubs gehen. Einfach Spaß haben. Ich bin Lance, ich bin 17 Jahre alt. Ich mag Rollerbladen, schwimmen, mit Mädchen ausgehen, Spaß haben. Ich bin Joey, ich bin 19 Jahre alt. Und ich mag hier mit meinen Jungs rumzuhängen, tanzen, singen, Schauspielern und mit Mädchen ausgehen, Spaß haben, ins Kino gehen. Das macht auch Spaß. Du? Hi, I'm Justin. Ich bin Justin. Ich bin der Jüngste der Gruppe. Ich bin 15 Jahre alt. Ich mag Basketball spielen, mit Mädchen ausgehen, mit meinen Freunden Spaß haben. Ja, das ist es sozusagen. Ich bin JC. Ich bin 20 Jahre alt. Ich mag mit meinen Freunden hier rumhängen, Gitarre spielen, Keyboard spielen ein bisschen. Und ja, ich mag mit meinen Freunden rumhängen, ausgehen, schwimmen. Okay, jetzt haben wir sie alle komplett. Ich habe gerade was Deutsches gehört. Du kannst was Deutsch? Kannst du was Deutsches? Sag mal was in Deutsch. Du hast gerade 15 gesagt. Say something? Ja. Okay. Wir freuen uns sehr auf euch on Tour. Hey! Hey. Das habt ihr bestimmt lange auswendig gelernt, aber Respekt. Gut gepackt. Jetzt müsst ihr mir natürlich noch eine Frage beantworten. NSYNC, was um alles in der Welt bedeutet das? Oh, well, actually it has two meanings. Nun, das hat zwei Bedeutungen. Also die erste ist, NSYNC heißt also voll synchron. Wir beide, wir fünf tanzen und singen synchron. Und die zweite Bedeutung ist halt, dass die letzten Buchstaben unseres Vornamens, das setzt sich daraus zusammen. Justin, Chris,
Lanston for the Lanston, JC for the JC. Also dieses all zusammen in sync. Hey, jetzt habe ich es auch begriffen. Und ich glaube, ich muss auch jetzt meine Band anschneiden. Ja, so schlimm das auch ist. Denn man könnte wirklich denken, ihr habt viel mit den Backstreet Boys gemeinsam, weil ihr habt den gleichen Entdecker, Johnny Wright. Und ihr kommt aus Orlando, Florida. Da kommen die Backstreet Boys auch her. Kennt ihr die Jungs denn? Oder was haltet ihr eigentlich von denen? Yes, we've met the Backstreet, ja, wir haben sie getroffen. Mehrmals schon. Wir haben auch denselben Manager, also treffen wir sie natürlich. Und das sind ganz nette Jungs, klar. Also wir mögen sie auch sehr. Mhm. Ja. Oh, hast du gerade gehört? Adelheid hat was gesagt. Das waren noch die letzten Worte über die Backstreet Boys. Hau mal Adelheid hinten drauf, die soll mal ruhig sein da. Hau mal Adelheid so ein bisschen, ne? Ja. Du. Böse, böse Kuh. Okay, wir wollten dir nichts zu leide tun. Gucken wir doch einen Clip, ne? Adelheid will einen Clip sehen, sage ich, süßer Boss. Euren neuen Clip, wie heißt der? It's I Want You Back. I Want You Back. Sollen wir den gucken? Hier ist er. I Want You Back. Ja, wir haben gerade den Clip gesehen, I Want You Back, den neuen von euch, den allerersten. Wen wollt ihr denn da zurückhaben? Geht's um eine Frau? Oh, people in just women in nun, general. Nun, Frauen ganz im Allgemeinen sozusagen. Also natürlich nur im Video, da ist halt ein Mädchen, die können wir nicht kriegen, wir können sie einfach nicht erreichen. Und halt für euch, wo ihr da draußen seid, also wir wollen es euch sagen, also wir wollen auch mit euch in Kontakt kommen sozusagen. Also auch, weil ihr seid, glaube ich, noch gar nicht vergeben, ne, in festen Händen. Mhm. Alle noch gar nicht? That's right. Oh. Nee. Nein, da werden, glaube ich, jetzt viele Mädchen aufgeatmet haben. Und es ist ja jetzt ein Ding am Kommen, weil die Backstreet Boys machen das ziemlich oft. Die singen a cappella und sehr viel live. Und ihr habt gesagt, ihr könnt das auch. Wollt ihr mir mal zeigen, was ihr so drauf habt? Mhm. Okay? Sure. Okay, ich sag mal. One, two, three, and... And I'll take with me the memory to be my sunshine after the rain. Well, it's so hard to say goodbye to yesterday. Ich bin überwältigt, ich kann es mir überhaupt nicht mehr dazu sagen. Selbst Adelheid hat nichts mehr gesagt. Ja, jetzt sagt sie noch was, aber ich glaube, da ist selbst die Milch im Euter nicht sauer geworden. Also ihr könnt es wirklich, lasst es euch sagen, mit den Backstreet Boys aufnehmen. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Glück. Aber jetzt gucken wir uns erstmal zur Entspannung einen Clip an, okay? Gucken wir erstmal rein. Okay. So ein Alzheimer auf dieser Welt, die Keksdose. Neun Keksdose! Keine Chance. Dumm gelaufen, Adelheid wollte es so. Ich mach sie auf und ihr müsst die Fragen wirklich beantworten, weil sonst kommt Adelheid und schwingt euch den Euter um die Ohren. Keine Chance. Jetzt mach ich das. So. Wer will anfangen? Oh. I think Chris said he wanted to. Du willst anfangen? Okay. Lies die Frage vor und dann deine Antwort. Zieh ein. Kleines Zettelchen. Es kann so niedlich sein. Und was steht drauf?
How many hotel rooms have you smashed in your career? Wie viele Hotelzimmer hast du zerstört in deiner Karriere? Nun, tolle Frage. Ich würde sagen, right now, also bisher null. But that's fixing the change. No, I'm just kidding. Noch, aber no hotel nein, rooms also kein. Richtig so. Hotelzimmer zerstört. Das gehört auch nicht mehr zum Rock'n'Roll dazu heutzutage. Okay. Das war einfach. Das war einfach. Jetzt wird es bestimmt böser. Oh, yeah. Sie, eine Frage. Und? Hi. Do you have a nickname? If hast not, du why not? Einen Spitznamen? Oh, okay. Wenn nicht, warum okay, nicht? I have two nicknames. Nun, ich habe zwei Spitznamen. One is Lanston. Eins ist Lanston. Justin made that one up. Justin hat den erfunden. Ich weiß nicht, wieso er but mir den gegeben hat. Sync, so. And the other one yes. is Pez. Und das andere ist Pez. I have a big Adam's apple. Weil ich einen riesigen Adamsapfel habe. Da will ich jetzt überhaupt nicht mehr nachhaken. Gleich zur nächsten Frage. Greif zu. Und? If you can invite, I mean, if you could invite a machine to do a certain wenn task, du what would it be? Eine besondere Maschine einladen könntest, um eine Aufgabe zu erfüllen. Also ich würde natürlich eine Maschine erfinden, die mein Zimmer aufräumt. We all would. Ja, wir alle würden so eine Maschine erfinden. Nächster. So. Ich wünsche dir viel Glück. Do you remember the first autograph you ever signed? Weißt, erinnerst du dich an das erste Autogramm, das du geben musstest? Okay, it's a long story. Nun, es ist eine sehr lange Geschichte. Mach sie kurz, aber nicht okay. bei den Dinosauriern anfangen. Okay, I was in nun, ich third grade war in and der dritten Klasse. We did this little act und wir haben so einen kleinen Act gemacht, wo wir einfach so die Lippen bewegt haben zu einem New Kids on the Block Song und die Mädels sind einfach ausgerastet und... Lass dich da gar nicht von der dominieren hier, denn wir machen noch eine Frage allein. Du musst nämlich noch dran. Du kommst nicht drum rum. Und? Was ist es? What's the best thing a fan has sent you? Was war das Beste, was dir ein Fan zugesendet hat? Nun, ich denke... I don't know. I've ich weiß nicht. A lot of letters and ich a lot habe of viele Briefe bekommen und viele Plüschtiere. Aber ich weiß nicht. Ihr Lieben, ihr habt euch wacker geschlagen, kann ich Send schon mal sagen. Me a Ferrari. Also ich hätte gerne Ferrari. Wäre nicht schlecht. Also, vielleicht kann das ja ein ganz reicher Abdul Abdullah mal regeln oder handhaben. Kann ich die Frage zurück? Die kommt nicht zurück. Hier in die Kriegsdose. Alle wieder rein. Danke, ihr habt euch wirklich tapfer geschlagen. Ihr bleibt natürlich noch da, spielt bei Weich und Blöd mit und gleich singt ihr sogar hier. Live, ne? Also darauf freuen wir uns. Bis gleich. Position richtig eingenommen hat. NSYNC sind jetzt hier live in meiner Küche. Sie tanzen, singen und sie schwitzen für euch. Jetzt gibt's die neue Single I Want You Back. Guys, legt los. You're all I ever wanted. Yeah.
Lauten Applaus. Das waren sie. Was soll ich dazu sagen? Ja, wir haben eine neue Boyband. Hey, danke, dass ihr da wart. Thank you for being here. Ich wünsche euch viel, viel Glück für die Zukunft. Many and great success. Und ich habe euch hier auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Eine Wurst. Ja, fürs Frühstück. Ihr habt, glaube ich, noch nichts gegessen. Also nicht alle auf einmal essen, ja? Sondern teilt euch die gut, okay? My present for you. Danke, dass ihr da wart. Und tschüss. Ciao. See you. Ciao. Tschüss.